Ja, ich finde das ziemlich gut sozusagen wiedergegeben. Es ist ein bisschen natürlich, man merkt natürlich, es ist das Modell. Ich höre die schreckliche Nachricht, dann schüttel ich mich und dann, aber tatsächlich ist es wie auf eine mystische Art und Weise immer eine Co-Kreation, welche Außenwelt uns umgibt. Und tatsächlich können wir dieser inneren Wahrnehmung vertrauen, dass wir dürfen Schöpfer spielen, wir dürfen Gott spielen, wir haben diese Kräfte, wir haben tatsächlich diese mystischen Möglichkeiten, dass wir mit dem, wie unser eigenes Nervensystem, unser innerer Kosmos, wie der vibriert, wo dessen Galaxien sind, wo der dunkel ist, wo der hell ist, das ist das, was sich im äußeren Kosmos abbildet. Und deswegen lohnt es sich so sehr zu sagen, die Innenwelt letzten Endes ist federführend oder auch sie ist größer. Und ein ganz großes Tabu, weshalb wir da nicht hin dürfen, ist in dieser Kultur natürlich, wie anmaßend ist das denn? Und da merken wir schon, warum hat unsere Kultur Dinge wie Arroganz, Anmaßung, Überheblichkeit unter Strafe gestellt? Vielleicht deshalb, weil sie einen Schritt in die richtige Richtung sind. Also diese Kultur verherrlicht nicht den Menschen. Sie verherrlicht, wie schäbig er sei. Und er ist aber nicht schäbig. Und deswegen ist es wirklich, also ich finde es gut beschrieben. Da kommen Nachrichten von einem Kind, was sich nicht aus den Trümmern eines Erdbebens befreien konnte oder wie auch immer und da jetzt immer noch irgendwie unter den Trümmern ist und das hat keine Ressourcen. Du hast die Ressourcen und es fließt nicht unbedingt darin, dass dieses Kind auf jeden Fall überlebt, aber es fließt in das Maß an Leiden da drumherum. Es fließt in das Ausmaß des Leidens als etwas Milderndes. Und so glaube ich, können wir das Leiden der Außenwelt zurücksaugen und innen durchwaschen und diese Energien wieder fließen lassen. So im Prinzip ist es ja ein Fließen.